Welcome to Beehive. I am Drone Queen Mahira, and I am very pleased to present you the following spaceship tutorial with Commander Machete. In a few moments we will start. During this time, please enjoy a preview of a small selection of our technologies. Zurück. Meine Schiffe sind jetzt am Reparieren nach dem chaotischen Versuch der Level 2 Einnahme. Also ich denke mit Flotten, die mehr tanky sind, ist das durchaus möglich. In dem Fall hat es dann leider nicht funktioniert. Willkommen zum Ship Tutorial der ST59. Das ist eins der häufigsten Battlecruiser, die Spieler so haben. Hier auch mit dem neuen schicken Premium-Skin. Der ST59 ist einer meiner Lieblings-Battlecruiser. Der ist ein sehr, sehr guter Tank mit der Möglichkeit, ihn nach vorne in die Front Row zu packen. Standardmäßig ist er aber in der Mitte, weshalb ihm im Gegensatz zum Speer, aber leider auch die Fähigkeit fehlt, selbst wenn man ihn in die Frontreihe schiebt, dass er dann zur Mitte ausweichen kann. Das heißt, wenn er vorne auf 10% fällt, bleibt er vorne und wird dann auf kurz oder lang zerstört. Ich hatte bei der Besprechung letztes Mal gesagt, ich würde eher die Heavy Armor nehmen, aufgrund der besseren Reparatur. Da muss ich mich zum Teil korrigieren. Also es ist immer stark situationsabhängig, aber mittlerweile bin ich tatsächlich eher ein Freund davon zu sagen, dass man das EM Armor Modul nimmt. Wir gehen jetzt mal kurz die einzelnen Module durch. Und können den ST59 ein bisschen besprechen. Durch ein Update, was schon ein bisschen länger zurückliegt, hat er ganz stark an Geschwindigkeit gewonnen. Er ist jetzt so schnell wie ein Cruiser. Sogar wie ein schneller Cruiser. Der kann bis auf 2900 Warp kommen, was schon für einen Battlecruiser sehr viel ist. Wir gehen mal kurz die Waffen durch. Also, wir haben entweder M1, das Assault Railgun System. Wie man sieht, hauptsächlich gegen große Schiffe. Ein bisschen mehr Siege Damage. Ist aber auch das einzige Modul, wo man wirklich Siege Damage rauskitzeln kann. Ansonsten eignen sich zum Beispiel die Eternal Storm mit dem Siege Torpedo. Oder eben die Speer mit dem Standard Siege Railgun Modul deutlich besser. Hat ganz ordentliche Schadenswerte, vor allen Dingen gegen Large Ziele, also gegen große Ziele, Cruiser Plus. Wenn wir uns mal die Railgun angucken, sieht man, es gibt hier eine ganz gute Strategie. Alle 60 Sekunden wird der Cooldown um 80% reduziert. Und das für 15 Sekunden. Dann hat man halt hier wirklich Crit. Nochmal einen Skill, womit man den Siege Damage steigern kann. Und ansonsten würde ich Cooldown nehmen. Wir gucken mal gerade. Hier haben wir 7 Slots, das heißt, ich würde tatsächlich die Strategie nehmen, den Cooldown
sind schon mal zwei weg. Die beiden Hit-Systeme gegen Fregatten und Sun Destroyer. So. Hi Boris, grüß dich. So, Moment, jetzt hat mich das ein bisschen rauskatapultiert. So, genau. Also die Strategie, den Cooldown, die beiden Hit, den Crit. Dann sind wir bei 5. Jetzt haben wir noch 2. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr mehr Siege Damage haben wollt. Oder ich würde dann einfach die beiden Railgun Schadenslots nehmen. So. Die zweite Waffe ist die Bow Mounted Battery System. System changes completed. Die ist gegen kleinere Ziele gut. Also, um grundsätzlich mal was zum ST-59 zu sagen, er ist ein sehr flexibler Battlecruiser. Ihr könnt ihn im Prinzip an eure Bedürfnisse anpassen, wie ihr wollt. Er ist der günstigste Battlecruiser. Ich würde fast sagen, der schnellste Battlecruiser mittlerweile, obwohl er mal genauso langsam war wie der Speer. Das macht ihn zu einem echten Allrounder. Auch die ganzen Module, wenn ihr die Möglichkeiten habt, ihr habt da echt, ihr könnt den so umbauen, wie es braucht. So, wir sind jetzt beim Bow Mounted Battery System. Man sieht, dass es gegen Small Ships geht. Das ist zweimal drauf. Relativ kurzer Cooldown. Sieht man auch an der Priorität Destroyer, Fregatten. Dann geht schon los. Carrier, Battlecruiser, Cruiser. So. Auch hier hat man den gleichen Skill. Hier würde ich auch tatsächlich auf Cooldown gehen. Auch wieder beide Hit mitnehmen. So, dann sind wir bei 6 und dann bleibt im Prinzip nur noch Schaden. Lässt sich also echt easy skillen. Die dritte Hauptwaffe im Bunde ist der Assault Torpedo. System Der changes Assault completed. Torpedo ist auch gegen große Ziele. Können wir uns mal. Achso, ich muss noch einen zurück. So. Der Assault Torpedo. Ist gegen große Ziele, hat auch wieder den identischen Skill. Aber man sieht Large Ship und die Chance generell zu critten. Hier sieht man auch die Standardchancen. 15% Chance, um 170% Crit-Schaden zu verursachen. Also, hier haben wir dann die Strategie, die nehmen wir mit. Wir nehmen. So, mal gerade gucken. Ah, okay. Hier haben wir keine 7 Punkte, sondern nur 6. Hier muss man dann ein bisschen gucken. Ich würde zweimal den Cooldown mitnehmen. Einmal die Strategien, sind wir bei 3. So, und dann muss man überlegen, da es so viel Missile Interception gibt, würde ich den tatsächlich mitnehmen. Ah, dann haben wir jetzt schon den vierten. Den Crit nehmen wir mit, den fünften und dann einmal Schaden. Damit sind wir beim Hauptwaffensystem durch. Kommen wir zur zweiten großen Bewaffnung. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Genau, also das A1 Large Cannon System. Da haben wir, so, gucken wir mal. Gegen Small Ships, drei Batterien, Destroyer, Fregatten, so wie wir es eben kannten. Und viermal generische Kanonen, die einfach ein bisschen Schaden machen. So, hier haben wir keine Strategie drin, wie man sieht. Wir haben auch hier 6 Punkte. Hier würde ich auch zweimal Cooldown. Dann Hit gegen Destroyer und Fregatten, Hit gegen Cruiser und den Schaden nehmen. So, und dann sind wir schon bei den 6 und dann hat sich das Thema erledigt. Gehen wir zur Railgun Turret Array. System changes completed. Da haben wir gegen Large Ships, sprich Cruiser Plus, sind 3 Stück drauf. Man sieht Cooldown. So, hat
Hat eine etwas andere Priorität, dadurch, dass das natürlich der Fokus auf Large Ship geht, fängt es bei Carrier, Battlecruiser und so weiter an. Auch hier ist es relativ einfach. Wir haben hier 5 Slots, die wir nehmen können. Wir nehmen Cooldown. Wir nehmen den Crit. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, also wir nehmen Cooldown, Crit und Hit auf Cruiser. Dann sind wir schon bei 3. Und dann verließen sie ihn quasi schon, weil dann muss man sich entscheiden, rechnet man damit, dass man hauptsächlich gegen Cruiser Plus kämpft. Dann kann man auch voll auf Schaden gehen. Oder man wählt die beiden Hit gegen Fregatten und Destroyer, damit da zusätzlicher Schaden drauf kommt. Dann haben wir das Pulse Turret Array. System Das macht auf changes jeden Fall den completed. meisten Schaden gegen kleine Schiffe. Hat auch nur 4 Slots. Man sieht 3 Stück installiert. Hier ist es, ja. Hier hat man leider nur 4 Skills. Ich würde tatsächlich die beiden Cooldown-Skills nehmen und die beiden Hit-Skills. Kommen wir zu den zusätzlichen Modulen. Also es gibt einmal den Cluster-Torpedo. Um es nochmal kurz anzumerken, also man kann ihn wie gesagt so umbauen, dass er auch auf Torpedos, dass er mit den Torpedos Schaden auf die mittleren und hinteren Ziele macht. Vor allen Dingen auch mit Fokus auf große Ziele. Das heißt, die Torpedos können dann in erster Linie auch gegen Carrier eingesetzt werden. Wir gucken jetzt mal. Man sieht ja auch wieder Large Ship. Ich kann das jetzt leider nicht einbauen, weil mir die Punkte fehlen. Ist aber nicht schlimm. Und man sieht hier auch Carrier. Das heißt, geht man auf den Assault Torpedo und auf das Integrated Projectile Weapon Platform, also der Cluster Torpedo. Dann hat man zusätzlichen Schaden gegen Cruiser und gleichzeitig einen ganz ordentlichen Tank. Das Aircraft System bietet 2 Hangars. Bedeutet, man kann 4 Medium Fighter mitnehmen, also keine Bomber. Aber bei 5 ST-59 sind das auch schon 20 Aircrafts und bei 6 natürlich logischerweise 24, wenn man zum Beispiel im Clan ist und 6 Verstärkungen machen kann. Das Area Fire Control System ist ein bisschen irreführend. Es sind im Prinzip Drohnen, die Schiffe mit die Schiffe mit Hit, also mit Treffsicherheit supporten. Wie man sieht hier 20%. Das heißt, man kann sich halt auch wirklich dann aussuchen, will man zum Beispiel dann mehr Fighter mitnehmen, dann kann man das über die ST-59 durchaus machen. Das war das. Dann kommen wir zu dem Kernstück des ST-59, nämlich das Armor System. Standardmäßig, jetzt muss ich mal gerade gucken, genau. Das Additional Armor System ist nicht, wie man es denkt, dass das irgendwie zusätzliche Rüstung gibt, sondern es gibt zusätzliche Life Points. Standardmäßig 20. Ich muss mal gerade gucken, ob es. Nee, ich kann es leider nicht auswählen. Also hierüber kann man sich einfach noch mehr Life Points holen. Das EM Armor System verstärkt rein den Schutz gegen Energiewaffen. Und das geht mit dem EM Armor System und dem, ich zeige es euch kurz, mit dem Armor System. Hier kann man noch mehr Energie, Widerstandsskillen, kommt man auf 70% gegen Energieschaden.
Zu guter Letzt das Heavy Defensive Armor System. Zusammen mit dem normalen, zusammen mit der normalen Rüstung kann man den ST59 auf 730 Armor bringen. Was speziell gut ist, wenn man zum Beispiel auch gegen Kallistus kämpft und gegen alles, was halt hohen Torpedoschaden macht, so also Cellular Defender, Levi S, solche Sachen. Zusätzlich erhöht das dann noch den Bonus auf Reparatur weiter. Aufgrund der aktuellen PvP-Situation und dass immer noch sehr viel auf Energieschaden ge gegangen wird, ich nehme jetzt mal ein paar Beispiele. Vitas B, Energiebomber. So, Moment, ich muss mal gerade meinem Kollegen hier helfen. Ich möchte den hier ungern alleine stehen lassen an der Stadt. So. Okay. So, okay. So, also PvP-Situation, wie gesagt, Vitas B, Energieschaden, Konstantin, Energietorpedos, Energieraketen, Taurus, Pulswaffen, alles Energie, Xenos-Dinger, Energie, ja, Io, Energieschaden, also man kann das T800, Energieschaden, Nebula Puls, Energieschaden, also ihr merkt, wenn euch die Namen alle bekannt vorkommen in der gegnerischen Flotte, EM Armor System, 70% Schadensreduktion, damit macht der Feind quasi nur noch 30% Schaden mit all seinem Energieschaden. So, dann kommen wir zum Rüstungssystem. Das Rüstungssystem, wie man sieht, man hat hier relativ viel Auswahl, man hat 6 Slots. Man muss sich halt überlegen, wo setzt man den ST59 ein. Es gibt Flotten-Setups, da benutzt man ihn einfach in der Mitte und kann ihn da auch einfach stehen lassen. Es gibt aber auch Flotten-Setups, wo man sagt, das ist mein Front-Tank, der soll ganz vorne stehen. Dann kassiert er aber natürlich auch mehr Schaden. Darf man nicht vergessen. Also man hat zweimal Rüstung, was man skillen kann. Man hat zweimal Energiewiderstand, was man skillen kann. Und dann aufgrund der 6 Slots muss man dann schon entscheiden. Wenn man natürlich sagt, okay, ich will den vorne haben, geht hier mit dem Verschieben in die Front Row ein Slot drauf. Ausweichen macht auch Sinn und dann wären die 6 Slots auch schon voll. Das heißt, dann wäre auch für Leben nichts mehr drin. Also da muss man echt selber entscheiden. Möchte man den nach vorne setzen und dafür so einen Slot aufgeben? Kann man den vielleicht als Tank in der Mitte nutzen? Das sind so Fragen, die man sich stellen muss. Wir können uns auch nochmal den Antrieb angucken. Der Antrieb ist unspektakulär, zweimal Warp, zweimal Geschwindigkeit. Und im Command Center, ja, den Skill habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Da ich den auch noch nicht komplett ausgeskillt mir angeguckt habe, kann ich jetzt nicht sagen, ja, wie weit das runtergeht, würde ich gegebenenfalls nachliefern. Fakt ist, während man im Kampf ist, und die gegnerische Flotte, wir gehen jetzt erstmal nur vom ersten Punkt aus. Und die gegnerischen Flottenkommandopunkte sind 80% höher als die eigenen. Ich meine, das müsst ihr euch mal überlegen. Dann habt ihr nur noch 20% auch auf Flotte. Also wenn ihr da noch nicht zurückgezogen habt, weiß ich es auch nicht. So, dann priorisieren die ST59 den Schaden auf, in dem Fall zwei Ziele. Ne, Quatsch. Doch, zwei Ziele. Das Ganze kann man, wie gesagt, insgesamt dreimal skillen. Man müsste sehen, wie hoch der Wert ist,
auf dem Maximalskill, aber auf der ersten Stufe ist das Ding kaum zu gebrauchen. Und dann hat man hier halt noch reduzierten Systemschaden. Generell ist zu sagen, ja, je nachdem, gegen welche Flotte man den benutzen will, kann man entweder den Schaden auf große Ziele erhöhen. Das würde ich dann zum Beispiel mit dem Assault-Torpedo machen, mit dem Cluster-Torpedo. Und dann kann man zum Beispiel, ja, das Railgun-Turret-Array würde ich dann tatsächlich mitnutzen, weil der Schaden ganz gut ist. Ja, also das ist der höchste Schaden gegen große Ziele. Gegen kleine Ziele würde ich das Battery System nehmen, und das Pulse Turret Array. Und da kann man sich dann, wie gesagt, überlegen, ob man dann entweder Hitdrohnen nimmt, um den Schaden auf die Ziele weiter zu erhöhen. Oder ob man zum Beispiel das Aircraft System nimmt und dann zum Beispiel Spore oder Strix oder sowas mitnimmt. Beim Rest, wie gesagt, eigene Einschätzung, EM Armor wäre das Go-To. Ja. Und damit habt ihr den günstigsten Battlecruiser, den ihr individuell anpassen könnt, wie ihr es braucht. Und ich finde, von den ganzen Schiffen sieht er auch noch mega gut aus. Ja, ich glaube, mehr gibt es zu diesem großartigen Battlecruiser gar nicht zu sagen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Hoffe, euch hat das Video was gebracht. Und in dem Fall, bis zum nächsten Mal.